Von daher erscheint es zwingend, eine allgemeine Theorie des Symbols zur Achse einer neuen Klassifikation der Wissenschaften zu machen, bei der die Humanwissenschaften als Wissenschaften von der Subjektivität wieder ihre zentrale Stellung einnehmen. Lassen Sie mich das Grundprinzip dieser Theorie kurz skizzieren, das weiterer Ausarbeitung bedarf. Die Funktion des Symbols stellt sich als eine doppelte Bewegung im Subjekt dar. Der Mensch macht seine Handlungen zum Objekt, doch geschieht dies nur, um ihr rechtzeitig ihre grundlegende Rolle wiederzugeben. In dieser Doppelsinnigkeit, die in jedem Augenblick wirksam ist, ruht aller Fortschritt einer Funktion, in der Handeln und Erkennen einander abwechseln. Dafür zwei Beispiele, das eine von der Schulbank, das andere mitten aus dem heutigen Leben. Das erste ist mathematisch. Jemand objektiviert in einer ersten Phase zwei Mengen, die er gezählt hat, in zwei Kardinalzahlen. In einer zweiten Phase führt er mit ihnen eine Addition durch. Klammer auf, vergleiche das Beispiel, das Kant in der zweiten Auflage der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft bringt. Das zweite ist historisch. Jemand, der in unserer Gesellschaft in der Produktion tätig ist, stuft sich in der ersten Phase als Proletarier ein. In einer zweiten Phase beteiligt er sich aufgrund dieser Zugehörigkeit zum Proletariat an einem Generalstreik. Wenn nach unserem Eindruck diese beiden Beispiele aus den entgegengesetztesten Bereichen innerhalb des Konkreten stammen, dem eines immer müßigeren Spiels mathematischer Gesetze und dem der ehernen Front kapitalistischer Ausbeutung, so geschieht das gerade deshalb, weil ihre Auswirkungen, die uns weit voneinander ihren Ursprung zu haben scheinen, unsere Subsistenz dergestalt ermöglicht, dass sie sich im Konkreten in einer doppelten Umkehrung kreuzen. Die subjektivste der Wissenschaften hat eine neue Realität geprägt und die Schattenseite im sozialen Verteilungsprozess bewaffnet sich mit einem handlungsmächtigen Symbol. Hier scheint der Gegensatz zwischen den exakten Wissenschaften und denen nicht mehr zulässig, bei denen es keinen Grund gibt, sie nicht Konjekturalwissenschaften zu nennen, denn dieser Gegensatz entbehrt jeder Grundlage.